Yeah, Friends! Willkommen, Freunde! Du hältst die Kamera schief. Du nickst mit dem Kopf immer so. Was ist los? Freunde! Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal 100, 200 messen mit dem guten Bunker im 255 PS optimierten Kombi. Das wäre geil. Jetzt kommen wieder die ganzen Klugscheißer. Ich habe natürlich keine Driftbox. Wir messen mit Tacho von 103 bis 206. Das werde ich dann in der Nachbearbeitung dann mit so einem Timer dann machen. Ja, also jeder, kennt man die Leute? Das ist, dient als grober Richtwert. Ich habe nämlich noch was Cooles geplant, wo es sein könnte, dass das Auto danach mehr Leistung hat. Deswegen dient das jetzt als wie eine Eingangsmessung, Freunde. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In diesem Sinne, machen wir mal los jetzt, oder? Ja, wir sind aktuell auf dem Weg Richtung Autobahn. Und wir werden mal versuchen, ob wir dort eine gescheite Zeit messen können. Also ich vermute ja so eine 16 Sekunden. 17 Sekunden, denke ich jetzt mal so, ganz grob. Und ja, mit dem Tacho messen ist natürlich nicht zu 1000% genau, aber wie gesagt, es sollte ein grober Richtwert sein. Und ja, wenn dort 16 Sekunden steht, mit dem Tacho gemessen, werden das dann auch keine 14 sein, sondern wird schon ganz grob dann hinhauen. Der fährt mir gleich in die Karre, der Pisser. Bock schon, sehe ich mich drin. Jetzt noch erzählen. The weather is very good today and the sun is shining, not it's very, sag mal, cloudy. Nee, ich hoffe, dass wir ein bisschen Platz auf der Autobahn haben. Wir haben, wie spät ist es? 16 Uhr. Das ist natürlich wieder die ideale Zeit. Dann wäre es wieder so ein typischer Golf 4, der so denkt, bei 130 kommt er gerade so noch mit, bevor die Karre auseinanderfliegt. Golf Front, das ist einfach schön. Übrigens für die Leute, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, Alter, das ist gerade so richtig über den Bord gerammelt, ne? Ein Typ, Alter. Für die Leute, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, ich habe hier den 3 Liter 197 PS Serienmotor drin und wir haben hier einfach nur eine Stage 1 drauf, also keine Hardware-Anpassungen noch nicht. Da wird noch was kommen, wie gesagt. Mal gucken. Ich habe ja damals schon mal gemessen, wie schnell er so fährt, aber da haben wir ja mehr oder weniger herausgefunden, dass er, also so hatte ich den Eindruck, dass er ab 260 keine Lust mehr hatte, also dass noch irgendeine VMAX irgendwas drin ist. Das war mein Eindruck, das kann man noch sehen bei diesem Liter pro 100 Kilometer, da, wenn er dort runterfällt, dann weißt du eigentlich, dass die VMAX-Sperre noch drin ist. So kann ich mir das erklären. Genau. Trotzdem, ich tue euch das Video trotzdem mal am Ende verlinken. Das ist einer der ersten Videos. Das ist sogar das zweite Video auf meinem Kanal. Also, kommen richtig die Oldschool-Vibes hoch. Vor 3 Monaten Oldschool-Vibes. Moin, moin. Geht's auf die Autobahn? Baustil. Mahlzeit, Kops. Komm aber hinterher. Ja, jetzt ist los. Let's go, oder?
Freunde, wir hatten 202, wir haben gerade mal nachgeguckt. Wir werden den Lauf irgendwie auch verwenden, ganz grob, dass wir eine ganz, ganz grobe Anhaltspunkt haben. Ich werde natürlich jetzt nochmal rückzusen, nochmal eine Messung machen. Aber so haben wir dann auf jeden Fall einen ganz, ganz groben Mittelwert irgendwo. Und dann kann man später nochmal messen, okay, ist jetzt Leistung dazugekommen oder eher nicht so. Messergebnis. Ich bin höchst gespannt im Schnitt, was rauskommt. Am Ende wird das so eine 19er Zeit, also da tue ich aber, da heule ich aber anders. Freunde, hallo. Nicht wunder, meine Haare sind gerade, ja, war gerade duschen, nicht gemacht, ist auch scheißegal. Freunde, wir haben ein Messergebnis gehabt von wie viel? 19,15? 19,15, genau, Freunde. Und zwar jetzt mal ein paar Vergleichswerte. Ich lese euch einfach mal ein paar Vergleichswerte vor. 535iX heißt Allrad, Touring mit 306 PS fährt eine 18er Zeit mit 2-Personen-Tank 50%, genau wie ich. Gucken wir mal in meiner Region, ein FL 535D soll 1910 fahren. Ich weiß nicht, wie viel die Serie haben, aber der ist auch noch mal ein bisschen schwerer. Und hier ein E92 meiner als Serie mit 197 PS, eine 21er Zeit. Ich habe mich ein bisschen bei den Zeiten vorher, weil ich ja gesagt hatte, 16 Sekunden, denke ich mal, hatte ich mich ein bisschen an dem E92 orientiert, aber der E91 ist natürlich um einiges schwerer. Deswegen macht das eigentlich auch Sinn. Boah, ich bin jetzt hier nie irgendwie traurig oder so. Ich bin gespannt, was die Hardwareänderung noch bringt. Seid auf jeden Fall höchst gespannt drauf. Ich bin hyped auf jeden Fall. In den nächsten Videos sehen wir, ob in Leistungsplus anliegt, Freunde. Ich würde sagen, in diesem Sinne Regenrinne haut rein und ciao. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.